Videoblog nach dem Valencia-Rennen. Ja, also insgesamt wirklich ein Rauf und Runter wieder heute. Es fing schon an mit dem Qualifying, da hat es echt nicht so gut geklappt. Lewis stand mir im Weg am Ende und daher keine gute Runde, sechster Platz, aber trotzdem okay. Dann echt also schlecht angefangen, einfach ungünstig und einige Plätze verloren. Ab dann lief es dann eigentlich gut, weil ich war auf Einstopp-Strategie. Daher habe ich mir immer noch sehr viel Hoffnung gemacht, weil ich dachte, die anderen machen alle zwei Stopp und ich muss nur einmal anhalten, weil meine Reifen halten ja ewig. Und deswegen dachte ich, ja, kann ja trotzdem noch was werden. Aber nach dem ersten Boxenstopp, da habe ich direkt gemerkt, also boah, die Reifen, das war wieder ein Riesenthema im Rennen, hat man auch gesehen. Es war ein Kreuz und quer und wurde sehr, sehr schnell klar dann, dass das Einstopp einfach nicht geht. Dann kam das Safety Car raus, das kam natürlich auch noch komplett im falschen Moment. Nach dem Safety Car hatte ich schon sehr, sehr gebrauchte Reifen. Alle anderen waren mit neuen Reifen unterwegs. Daher habe ich überhaupt keine Temperatur reingekriegt und alle kreuz und quer bei mir vorbei und so. Also das war wieder dann ein Rückschlag. Und da dachte ich, boah, heute, das wird ein Rennen. Heute komme ich als Letzter ins Ziel, dachte ich, weil hinter mir war nur noch ein Caterham. Nee, und dann super Strategie, am Ende nochmal schnell reingekommen und dann von 13 oder so nochmal auf 6 vorgefahren. Ja, also in den letzten zwei Runden 4, 5 Autos überholt, links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Das war echt dann cool und letztendlich, ich war so weit im Tief drin, dass der sechste Platz echt schön war am Ende. Und schön natürlich auch für Michael, ja, es war nur eine Frage der Zeit, ist klar, der fährt super momentan und da war es nur eine Frage der Zeit, bis der auch ein Top-Resultat wieder kriegt und nach so einer Durststrecke und so einem Pech. Und das ist schön für ihn, fürs Team. Und für uns auch ein Teamresultat, dritter und sechster ist okay und für mich, für die Meisterschaft wieder gute Punkte. Also für den WM-Stand halt, obwohl ich da jetzt nicht so sehr drauf achte, ich achte eher drauf. Einfach wieder bald mein Rennen zu gewinnen und ich glaube, das kann bald wieder kommen. So, ich hoffe, es hat sicher zu Hause Spaß gemacht, war viel, viel los im Rennen. Bis bald.